Hallo zusammen und nochmal herzlich willkommen beim University Future Festival. Für alle, die heute Vormittag noch nicht da waren, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dayala Lang, ich bin Journalistin und Moderatorin aus Köln und Alumna der Universität Leipzig und freue mich sehr, heute hier durch das Programm zu führen und durch das Panel, worauf wir schon seit dem Vormittag gespannt gewartet haben, denn heute Vormittag wurden viele der Themen, die wir jetzt besprechen, bereits diskutiert und jetzt haben wir etwas mehr Raum, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen und auch mit Ihnen im Publikum, auch Sie soll den Raum bekommen, Fragen zu stellen, sich einzubringen und auch natürlich diejenigen, die das Ganze im Stream verfolgen, können ihre Fragen dann im Chat stellen. Digitalisierung, KI, neue Technologien, das sind nur wenige der diversen Herausforderungen und Themen, denen Hochschulen sich widmen müssen, um eine erfolgreiche Lehre der Zukunft zu gestalten. Dazu noch die ständig wandelnde Bildungslandschaft, die Frage, wie man einer heterogenen Studierendenschaft gerecht werden kann als Hochschule. Das sind Themen, mit denen sich sicherlich viele von Ihnen regelmäßig beschäftigen. Ja, die Frage, wie gestalten wir die Lehre von morgen, ist natürlich eine riesige Frage, die wir jetzt nicht mal eben in 65 Minuten, die wir hier haben, beantworten können. Aber wir wollen uns dieser Frage annähern und das werde ich tun, gemeinsam hier mit unseren vier SpeakerInnen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Neben mir sitzt Professor Dr. Roger Gläser. Er ist Prorektor für Talententwicklung mit dem Schwerpunkt Studium und Lehre hier an der Universität Leipzig und er ist ebenso Professor für Technische Chemie. Teil der universitären Talententwicklung, die er als Prorektor verantwortet, ist sowohl die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden als auch die des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Personalentwicklung hier an der Universität Leipzig. Dr. Anja Schulz arbeitet in der Geschäftsstelle der Hochschuldidaktik Sachsen in Leipzig. Wer das nicht kennt, die Hochschuldidaktik Sachsen, das ist die erste zentrale Einrichtung in der sächsischen Hochschullandschaft und die hat das Ziel, gutes Lehren und Lernen an allen Hochschulen in Sachsen zu fördern. Als hochschuldidaktische Referentin ist Dr. Schulz dort hauptverantwortlich für den Arbeitsschwerpunkt Digitalität und zudem ist sie Koordinatorin im Verbundprojekt Digitalisierung der Hochschulbildung in Sachsen. Neben mir sitzt Paul Steinbrecher. Er ist Sprecher der Landesstudierendenvertretung in Sachsen, studiert hier an der Universität Leipzig Grundschullehramt und als Sprecher der sächsischen Landesstudierendenvertretung beschäftigt er sich vor allem mit der Finanzierung und Entwicklung der Hochschule von morgen und wie Lehre und Studium im digitalen Zeitalter lebendig gestaltet werden kann. Außerdem darf ich noch begrüßen Professor Dr. Sebastian Zug, Professor für Softwaretechnologie und Robotik an der TU Freiberg, TU Bergakademie Freiberg. Sein Schwerpunkt liegt auf Karten und Planungskonzepten für mobile Outdoor-Systeme und auf digitalen Laboren und der kollaborativen Erstellung von Lehr-Lerninhalten. Also, Sie sehen, wir haben hier vier ExpertInnen sitzen, die auch alle verschiedene Schwerpunkte mit sich bringen, aber auf jeden Fall alle was zum Thema Digitalisierung auch sagen werden und damit werden wir auch starten. Trotzdem möchte ich noch einen kurzen Transparenzhinweis sagen. Alle vier Personen haben irgendwie etwas mit der Hochschuldidaktik Sachsen zu tun, nicht nur Frau Schulz. Professor Gläser ist Vorstandsvorsitzender der Hochschuldidaktik Sachsen und Professor Zug und Herr Steinbrecher sitzen im wissenschaftlichen Beirat dort. KI und Digitalisierung. Wir haben ja heute Vormittag auch schon in verschiedenen Inputs drüber gesprochen und uns dabei auch gefragt, welche Chancen auch KI mit sich bringen kann. Nicht nur Gefahren und Risiken in der Hochschulbildung, sondern durchaus auch Chancen. Und Sie haben ja auch im Vorgespräch da einige Sachen genannt. Vielleicht können Sie das ausführen, wo Sie vor allem die Chance fürs Lernen sehen, auch aus studentischer Perspektive. Also auf der einen Seite bieten Chatbots, da wurde vorhin auch schon darüber gesprochen, ganz neue Möglichkeiten auch abseits
des Themas Lehre an sich, sondern sie können auch ganz vielseitig in der Lehrunterstützung eingesetzt werden, aber eben auch in studiengangsbezogenen Verwaltungsprozessen, die oft da immer so ein bisschen runterfallen. Da besteht oft auch eine gewisse Angst zum Teil natürlich davor, wenn da KI benutzt wird. Allerdings sollte man eben solchen Chatbots sehr offen auch gegenüberstehen, aber sie zugleich auch kritisch, reflektierend in der Lehre einsetzen, da eben auch natürlich vielfältige Probleme damit einherkommen, allerdings eben die Offenheit zeigen, weil sie eben auch einen Mehrwert bieten. Und sicherlich diskutieren wir auch gleich nochmal über die Auswirkungen von Chatbots in der Lehre und auch auf Prüfungsformate. Mhm, auf jeden Fall, das wird gleich Thema sein, aber denken Sie denn, dass es... Ihr Schwerpunkt ist ja auch, die Lehre lebendiger zu gestalten. Denken Sie, Chatbots oder andere Large Language Models können dies leisten und unterstützen? Also Bots können selbstverständlich auch Arbeit der Lehrenden, die massiv überlastet sind, können da eben Arbeit abnehmen und zu einer gewissen Entlastung beitragen. Das muss sinnvoll eingesetzt werden. Da eignet sich nicht jede Maßnahme, aber das hilft am Ende schon, zur Entlastung beizutragen. Und das wiederum sorgt eben dafür, dass auch Lehrende sich noch mal mehr Zeit eben dafür nehmen können, mit den Studierenden in einen direkten Austausch gehen zu können und dadurch wiederum eben auch Lehre lebendiger gestalten zu können. Mhm. Herr Zug, Sie haben ja auch im Vorgespräch verraten, dass es sehr wichtig sei, die Nutzung von KI und auch ChatGPT und anderen den Studierenden während des Studiums bereits beizubringen. Warum ist das so entscheidend? Genau, also ich glaube, dass die Informatik prädestiniert ist, mit KI zu arbeiten, weil ein überwiegender Teil von dem Brot- und Buttergeschäft, kleine Codes, Hilfestellungen und Ähnliches durch ein solches System wunderbar ersetzt werden können. Das klingt jetzt erstmal nach einer dramatischen Vereinfachung. Es ist uns aber wichtig, den Studierenden zu vermitteln, dass sich damit auch ein Rollenwandel in der Wahrnehmung, in der Selbstwahrnehmung einstellt. Man hat also nicht mehr die Aufgabe, jede Zeile Code selbst zu schreiben, sondern vielmehr eine Kontrolleursfunktion. Man möchte also evaluieren, ob das Ergebnis korrekt ist. Und da widerspreche ich so ein bisschen meinem Vorredner. Es muss nicht zwingend eine Zeitersparnis einherkommen. Man muss sich aber bewusst sein, dass es letztendlich einen Wandel im Aufgabenspektrum gibt bei dem Einsatz. Und das konstruktiv den Studierenden zu vermitteln, ist eine wichtige Aufgabe. Und was erleben Sie bei Ihren Studierenden? Wie ist da das Feedback bisher? Wie wird das angenommen? In vollem Umfang. Mit großer Begeisterung wird dann auch gefragt in den Runden der Vorlesung, welche Tools aktuell zu empfehlen sind. Da ist ja, wie gesagt, aus der Informatik komme ich, der Trend zu neuen Plattformen, zu neuen Werkzeugen ungebrochen, sodass dann die Studierenden auch sehr dankbar dafür sind, eine entsprechende Information darüber zu erhalten. Was sind die aktuellen Chancen? Wo leiden die Systeme aber noch unter Kinderkrankheiten? Und dass die Studierenden dann auch befähigt sind, diese Skills mit später in die Arbeitswelt mitzunehmen. Frau Schulz, Sie haben ja als Hochschuldidaktik auch eine sehr umfassende Befragung auch von Lehrenden durchgeführt, auch zur Lehre der Zukunft. Sie haben ja auch gesagt, dass KI in der Lehre eigentlich vor allem Probleme sichtbar gemacht hat, die wir vorher schon hatten. Auch Herr Steinbrecher hat ja gerade schon die Prüfungsformate und da die Schwierigkeiten angesprochen. Sie sagen, es braucht einen offenen Umgang mit KI in der Lehre. Können Sie das ausführen? Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal Herrn Zug beipflichten, zu sagen, es ist ganz wichtig, dass wir KI in unseren Lehrveranstaltungen thematisieren, kritisch hinterfragen, was eben Vorteile, Nachteile sind, Chancen, Herausforderungen. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass digitale Medien und insbesondere KI zu einer stärkeren Kompetenzorientierung in der Lern- und Prüfungskultur an Hochschulen führen werden und auch führen müssen. Weil zum einen, wenn wir uns die Ziele von Hochschulbildung anschauen, Hochschulen sollen ja Absolventinnen auf die Lebens- und Arbeitsrealität vorbereiten und Persönlichkeitsentwicklung betreiben.
KI durchdringt ja alle Lebensbereiche. Also schon allein im Hinblick darauf ist es eben wichtig, dann auch Kompetenzen zu entwickeln, die einfach komplexer sind. Beim Lehren und Lernen ist es eben wichtig, KI als Werkzeug natürlich einzusetzen für die Lehre, für das Lernen. Wir haben heute schon Beispiele gesehen, wie das gelingen kann. Und natürlich aber eben auch zum Gegenstand der kritischen Auseinandersetzung zu machen. Und schlussendlich, jetzt kommen wir zu den Prüfungen, werden ja Prüfungsformate, in denen einfach Wissen abgefragt wird, also deklarative Wissensbestandteile oder einfach Zusammenfassungen, synthetisierende Produkte, zunehmend obsolet. KI verbessert sich mit einer Dynamik, dass wir die Schwächen, die wir heute haben, bald wahrscheinlich immer weniger haben werden. Und von daher müssen natürlich die Prüfungsformen, und da schließt sich der Kreis zu den Lehr- und Lernzielen, an diese Ziele auch wieder angepasst sein und eben auch entsprechend diese Kompetenzen abfragen. Und das bedeutet, dass sich die Prüfungen eben mehr von summativ hin zu formativ entwickeln müssen, prozessbegleitend, dialogorientiert und so weiter und so fort, um da eben zu einer stärkeren Kompetenzorientierung zu kommen. Und das wiederum, und dann mache ich erstmal einen Punkt, geht dann aber natürlich wieder einher mit gestiegenen Kompetenzanforderungen für die Lehrenden. Also man braucht einfach mehr Zeit, um Lehre vorzubereiten, um Lehre zu entwickeln, um die Prüfungsformate weiterzuentwickeln. Der Umgang mit KI, mit ChatGPT ist ja auch Teil von dem Thema Zukunftskompetenzen, Future Skills, darüber hatten wir uns auch ausgetauscht. Wie machen Sie das denn als Hochschulleitung? Also wie gehen Sie dabei vor, dass Future Skills, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Nutzung von ChatGPT und ähnlichen Modellen, Teil der Curriculumsentwicklung werden? Wie bringen Sie das da ein? Ja, die Curriculumsentwicklung ist ja ein insgesamt sehr komplexes Vorgehen. Und dort werden verschiedene Themen mit eingetaktet, auch KI. Bei KI, das haben wir jetzt gerade in den verschiedenen Beiträgen gehört, ist es aber besonders komplex und da ist eine hohe Unsicherheit. Also wir haben wenig Erfahrung zum Teil im Umgang, sodass wir hier immer erst Diskussionsformate vorschalten, ja, dass wir uns darüber vergewissern können, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Wir haben auch gerade die Fragen der Kompetenzorientierung gehört, da kommen wir vielleicht dann auch nochmal drauf zu sprechen, denn das wäre jetzt wichtig zu wissen, wenn wir über diese Future Skills oder 21st Century Skills oder sowas, über Kompetenzen reden, die wir jetzt brauchen. Und an der Stelle schon der Hinweis, gerade weil wir KI und Digitalität haben, mit der wir nicht ganz so sehr erfahren sind, müssen wir die Kompetenzen, auf die hin wir ausbilden wollen, ganz neu denken. Ja, und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also diskutieren Sie dann in der Hochschulleitung oder mit den einzelnen Fakultäten, wie das pro Fakultät eingebracht werden kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, dieser Prozess, wie Sie richtig beschreiben, betrifft unterschiedliche Ebenen. Na, das Rektorat ist da relativ spät dran, sondern man geht erstmal in die Diskussion mit den einzelnen Fachkulturen. Wir haben es gerade gehört, es gibt, würde ich mal sagen, KI-nahe Fächer, wie zum Beispiel die Informatik, die über den Umgang, die Nutzungsmöglichkeiten mit KI völlig anders diskutiert als, sagen wir, die Anglistik, völlig willkürlich gewählt, oder andere Fächer. Dort wird erstmal diskutiert, was können wir damit anfangen. Das ist ein Teil. Dann haben wir, wenn wir über curriculare Entwicklung reden, auch komplexe Rahmen und Qualitätskriterien, sogar ein Gesetz, das wir einhalten müssen. Gerade gehört, im Bereich des Lehramtsstudiums etwa, sind wir stark reguliert. Ja, da können wir nicht einfach so Methoden einsetzen, wie wir gerade lustig sind, sondern da sind Vorgaben zu beachten. Und das wird erst diskutiert und danach geht es in Fragen, wie können, wollen wir das in Curricula einbringen, und dann werden entsprechend Maßnahmen definiert, Lehrmodule, vielleicht auch für unterschiedliche Studiengänge gleichzeitig, bis hin zu Fragen, ob wir da Personal mit dazu mit einbauen wollen. Und auch das sei hier schon mal gesagt, Fragen sind ja auch zu stellen,
welche Einflüsse hat KI auf Prüfungsgeschehen genau, im weitesten Sinne? Genau, das ist die perfekte Überleitung, weil das hatte Herr Steinbrecher ja auch schon gerade angedeutet. Also KI oder ChatGPT macht es uns ja einfach, Unterstützung zu bekommen bei einer Hausarbeit. Wenn wir jetzt auf Fächer gucken, auf geisteswissenschaftliche Fächer zum Beispiel. Was sind da Ihre Vorschläge? Wie sollten die Hochschulen idealerweise damit umgehen, dass eben eine Hausarbeit einfach inzwischen mit ChatGPT auch geschrieben werden kann oder mit der Unterstützung von ChatGPT? Ist die Hausarbeit weiterhin die richtige Form oder welche kreativen Ideen und Lösungsansätze haben Sie und sehen Sie da? Also diese Stärke von Chatbots und von KI zeigt eigentlich eine ganz große Schwäche, dass wir uns bisher viel zu wenig Gedanken darüber gemacht haben, wie sieht überhaupt die richtige Prüfung und die richtige Prüfungsform aus, was wollen wir abprüfen und wie machen wir das. Und wir sehen gerade, dass die Hausarbeit eben offenbar nicht die in der Form, wie sie gerade oftmals existiert, die richtige Prüfungsform ist. Das kann man dann ebenso auch auf Klausuren übertragen, die einfach nur das Wissen abfragen sollen, wo ich lerne und eine Woche nach der Klausur alles vergessen habe. Das bringt für den Lernprozess gar nichts. Das zeigt die KI eben bei den Klausuren jetzt weniger, aber eben dadurch, dass jetzt teilweise natürlich gerne auf eine Klausur wieder umgestiegen wird von der Hausarbeit, zeigt es das Problem. Wenn wir stärker prozessbezogen natürlich abprüfen, dann sehen wir auch immer das Problem, wie man eben damit umgeht, wenn Studierende beispielsweise nicht den kompletten Prozess miterleben können, eben weil sie Angehörige haben, die sie pflegen müssen, Kinder haben und so weiter. Aus guten Gründen haben wir ja keine Anwesenheitspflichten hier an den Hochschulen in Sachsen, aber da entstehen dann wieder neue Konflikte, da braucht man eben auch kreative Lösungen, wie man damit umgeht, und man kann das gut ja miteinander einbetten. Es gibt Lehrende, die mittlerweile eben sagen, liebe Studierende, bitte erstellt einen Podcast sozusagen oder eine kleine Videoreihe eben sozusagen zu euren Inhalten, die ihr hier lernt, und reflektiert das nochmal. Das geht nicht in jeder Fächerkultur sozusagen, aber es gibt ganz viel Offenheit, und ich glaube, wir brauchen auch über die einzelnen Fächer hinweg eine große Offenheit, nochmal ganz grundsätzlich darüber zu diskutieren, was wollen wir prüfen und wie wollen wir das prüfen. Also macht es überhaupt Sinn, wirklich jedes einzelne Bestandteil von jedem Modul abzuprüfen, oder kriegen wir es hin, dass man da eine bessere Vernetzung auch zwischen den Inhalten hinbekommt? Frau Schulz, wollen Sie vielleicht ergänzen, weil Sie haben einen Überblick auch, was wirklich viele verschiedene Lehrende in Sachsen sagen, wie man das Thema Prüfungsleistungen angehen könnte? Also was ich auf jeden Fall sagen kann, was auch zwei unterschiedliche Untersuchungen stützen, die wir vom HDS aus durchgeführt haben, also genauer gesagt unser großes Verbundprojekt, gefördert von der Stiftung Innovation in der Lehre, D2C2, die haben zum einen eine Delphi-Untersuchung gemacht zum Thema digitales Prüfen, wo schon herausgearbeitet wurde, dass Lehrende der Aussage zustimmen, dass eben Prüfungen Selbstreflexionsfähigkeit und Wissenstransfer abprüfen sollten, und das kann gestützt werden durch die Lehrendenbefragung, die an 10 sächsischen Hochschulen durchgeführt wurde, wo eben auch eine sehr, sehr große Zustimmung zur Aussage ist, dass es eben mehr in Richtung kompetenzorientierte Prüfungen gehen sollte und diese eben zugunsten der reinen Abfrage von Wissen an Stellenwert gewinnen müssen. Sind Sie denn dafür offen als Hochschulleitung? Nur kurz, weil wir machen dann mit dem nächsten Thema weiter, aber wenn jetzt zum Beispiel Hausarbeiten abgeschafft werden in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern und stattdessen die Studierenden Podcasts oder Ähnliches anfertigen, wie von Herrn Steinbrecher vorgeschlagen? Ja, wir sind nicht nur offen, wir gestalten das aktiv mit. Ja, also gerade was solche Prüfungsformen angeht, da muss ich auch ein klein bisschen widersprechen, Herr Steinbrecher, dass wir darüber nicht diskutieren würden. Wir hatten im letzten Jahr unseren achten Tag der Lehre unter das Motto gestellt,
prüfen auf dem Prüfstand. Welche neuen Prüfungsformate brauchen wir? Wie gehen wir damit um? Aber wenn es nicht bei allen Studierenden ankommt, dann war es vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Vielleicht haben wir nicht alle erreicht. Die Teilnahme war aber ganz gut. Das ist alles gestreamt worden, war online zugänglich. Auch die Nachbereitung ist online zur Verfügung gestellt mit allen Ergebnissen. Frau Schulz hat es eigentlich schon mit erwähnt. Ich glaube, das, was ganz zentral ist bei den Prüfungen, ist weg von dem Sammeln übers ganze Semester und am Ende abprüfen, hin zu kleinen Schritten, semesterbegleitend, wie man gerade fortschreitet, auch unmittelbar ins Gespräch gehen, Rückmeldung geben, um den Lernfortschritt transparent und verlässlich zu dokumentieren und vor allem für die Studierenden nutzbar zu machen und noch was dazu, zu individualisieren, wenn es geht. Ne, jeder Studierende, jede Studierende lernt ein bisschen anders, kommt auf einen anderen Kompetenztrack und will dann dazu auch eine Rückmeldung, wie sie oder er sich weiterentwickeln will. Und das fördern wir aktiv auch an unserer Hochschule, natürlich auch in der Hochschuldidaktik Sachsen insgesamt. Alles klar, danke. Herr Zug, wie sind Ihre Erfahrungen von Ihrer TU in Freiberg und was können Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung da berichten? Wie schon gesagt, man kann es jetzt nicht verallgemeinern für die gesamte Universität, aber mit Blick auf die Informatik lässt sich dann wieder so eine Erfahrung aus den letzten Jahren zusammenfassen. Softwareentwicklung, ein Fach, was danach schreit, in einer Teamarbeit bearbeitet zu werden, kann ich natürlich nur unglücklich in der Klausur abprüfen. Gleichwohl sind wir aber aus verschiedenen rechtlichen Gründen gezwungen, auch eine Klausur anzubieten, sodass wir jetzt zwei Prüfungsformen nebeneinander ja quasi im Dialog haben. Und dann lassen sich sehr interessante Rückschlüsse aus den Diskussionsbeiträgen der Studierenden ziehen. In der Klausur hätte ich mich weniger einbringen müssen, war dann so das Statement, nachdem dort Einzerkandidaten offenbar ganze Nächte zugebracht haben, in der Projektarbeit in einem selbstgewählten Thema eine eigene Implementierung vorzulegen mit einer kleinen Gruppe, die man dann auch sehr schön evaluieren konnte, weil in der Computer Science das eben auch sehr akribisch in Versionen, Aktivitäten und so weiter getrackt wird. Das heißt, da waren die Studierenden aus der Motivation heraus bereit, auch mehr Aufwand zu investieren als in einem klassischen Klausurkontext, dass sie auf jeden Fall auch mehr Spaß hatten. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wir hatten im Vorgespräch auch kurz über Open Educational Resources gesprochen. Das ist ja auch eine Chance, die Digitalisierung bietet, auch gerade wenn es um das individuelle Lernen geht. Können Sie das ausführen? Was genau ist damit gemeint und wie wird das aktuell in Sachsen schon umgesetzt? Genau. Open Educational Resources ist ja keine neue Idee, seit 2002 von der UNESCO postuliert, der freie Zugang zu entsprechenden Materialien. Und jetzt kommt aber die Ergänzung, die dann weiterverwendet und im eigenen didaktischen Kontext verwendet werden können. Um es mal ganz platt zu formulieren, ein PDF-Dokument oder ein Video, was mir jemand zur Verfügung stellt, kann ich dann kaum als OER bezeichnen, weil es in der Regel sich nicht auf meine spezifischen Ziele anpassen lässt. Ich möchte einzelne Stückchen davon verwenden und in einen neuen Gesamtkontext setzen, um sie dann in meine Lehrveranstaltung einzubetten. Und das ist sowohl die Herausforderung 2002 versus 2024 und der Erfolg ist noch überschaubar. Das ist die Herausforderung und gleichzeitig haben wir damit aber auch einen Paradigmenwechsel. Wenn ich Vorträge in Freiberg halte, bekommt man dann auch Statements zu hören, wie dann soll jeder in meine Folien schauen können. Ja, darum geht's. Da wird dann deutlich, dass das Selbstverständnis der Lehrenden im Hinblick auf den Besitz ihrer Materialien sich anpassen muss, um die Chance umzusetzen, dass man dann gemeinsam, und man wird es nur gemeinsam schaffen, attraktive digitale Materialien zur Verfügung stellt, die dann von den Studierenden auch gern genutzt werden. Wenn ich das alles versuche, selbst zu implementieren, von Simulationen, ausführbaren Code-Quizzen, werde ich daran scheitern. Von daher starkes Statement für Open Educational Resources und da tut sich ja in Sachsen auch einiges. Ja, und eine große weitere Herausforderung neben KI und Digitalisierung ist ja die Frage, wie wir einer heterogenen Studierendenschaft gerecht werden. Und ich denke, auch da kommen die Open Educational Resources auf jeden Fall ins Spiel. Und da können wir dann wieder beides verschmelzen. Wenn ich Materialien habe, die ich elektronisch verarbeiten kann, dann bedeutet das ja auch, dass ich mit einer KI individualisierte Materialien erzeugen kann und der Heterogenität der Studierenden dann gerecht werde. Ja.
Vielen Dank für die Ausführung. Herr Gläser, Sie sind Prorektor für Talententwicklung, für Studium und Lehre. Wenn Sie es mit, sagen wir, 2, 3 Sätzen zusammenfassen müssten, wie werden Sie einer heterogenen Studierendenschaft gerecht? Was sind, sehen Sie da die entscheidenden Punkte? Wenn ich so kurz darstellen soll, dann muss es auch ein bisschen abstrakt sein. Das geht sonst wirklich nicht anders. Wir brauchen insgesamt einen Wertewandel. Den unterstützen wir. Und da sehen wir oder hören wir schon was davon. Lehrende müssen sich anderen Werten hin orientieren. Wir brauchen zum anderen Kompetenzentwicklung. Wir brauchen neue Kompetenzen, die müssen wir mit ausbilden. Digitale Kompetenzen. Ich will das jetzt gar nicht ausführen, auch nicht, ob da Zukunftskompetenz der richtige Begriff ist oder nicht. Das wird gemacht und wir brauchen didaktische Konzepte, didaktische Ansätze, die mit den neuen Techniken umgehen können. Und das Ganze muss in Kooperation gehen. Ganz wichtig, Students as Partners. Studierende sollen mitgestalten, Inhalte mitgestalten. Das geht über OER und ähnliche Ansätze hervorragend, ist aber in unserem System nahezu nicht implementiert. Da müssen wir richtig grundlegend uns umstellen auf andere Umgangsweisen mit Lehrinhalten, der Erarbeitung auch von Prüfungs- und Lehrinhalten. Ja, so vielleicht in 1, 2. Ja, vielen Dank für den Überblick. Ist ja ein riesiges Thema. Allein dazu könnten wir stundenlang sprechen. Aber erleben Sie da besondere Hürden auch oder große Herausforderungen, um das umzusetzen oder auch Widerstand innerhalb zum Beispiel unter den Lehrenden oder in der Hochschulleitung? Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir auch eine Menge Unterstützung erfahren. Aber ja, es gibt schon Schwierigkeiten. Ne? Herr Zug hat gerade einige besprochen. Man ist dann sehr zurückhaltend, was das Teilen von sowas wie Urheberrechtsfragen betrifft. Es ist aber mindestens genauso schwierig, Lehrende davon zu überzeugen, wirklich einen Teil ihrer Autonomie an die Studierenden mit abzugeben. Gerade so, dass Studierende dazu in die Verantwortung sich nehmen wollen, so mitzugestalten, dass sie auch Verantwortung dafür übernehmen. Das ist alles andere als trivial. Aber ich denke, da kommen wir ganz gut vorwärts. Jetzt die Frage nach sowas wie Prüfungsformaten und sowas zu ändern, das ist deswegen eben schwierig, weil Sie da die ganzen Regularien dahinter haben, die Sie mit anpassen müssen. Und wir haben jetzt gesagt, KI ist ein Thema, Digitalisierung ist ein völlig anderes. Während es manche Bundesländer schon hinbekommen, etwa juristische Staatsexamina komplett digital zu machen, werden diese Prüfungen aber immer noch in Präsenz gemacht. Sie werden zwar digital gemacht, aber in Präsenz. Und da sieht man, dass es wirklich ganz unterschiedliche Formen gibt, die wir umsetzen müssen. Widerstände gibt es genug, aber Gott sei Dank auch sehr viel Unterstützung. Das ist schön zu hören. Freut wahrscheinlich viele hier. Eine konkrete Idee, über die wir auch, Herr Steinbrecher, im Vorgespräch geredet haben, wie einer heterogenen Studierendenschaft gerecht, die Hochschule gerecht werden kann, ist die Idee des akademischen Mentorats. Die haben nicht Sie sich ausgedacht, sondern das ist eine Empfehlung des Wissenschaftsrats von 2022. Was ist das, ein akademisches Mentorat, und was ist daran anders als Angebote, die wir bisher schon haben? Also wir nehmen ja auch eben eine sehr heterogene Studierendenschaft wahr. Eine Studierendenschaft, die auch eben aus Elternhäusern kommt, wo eben noch nicht studiert wurde, da braucht es aus meiner Sicht auch mehr Hilfestellung. Da braucht es eben ein akademisches Mentorat, was eben am Ende des Tages bei der akademischen Sozialisation hilft. Was heißt das konkret? Studierende kommen da mit einer lehrenden Person zusammen. Eine Lehrende betreut dann eben eine kleine Gruppe an Studierenden, sehr eng, bietet regelmäßig Reflexions- und Beratungsgespräche an, um eben individuell auf die Problemlagen, die sozusagen im Studium entstehen, reagieren zu können, ins Gespräch zu kommen. Das braucht aber einen extrem großen Kulturwandel. Da braucht es neue
Perspektiven der Entlastung, es braucht deutlich mehr Lehrende. Das führt am Ende des Tages zu einer besseren Betreuung. Ich gehe auch stark davon aus, das führt auch zu deutlich niedrigeren Studienabbruchzahlen, weil die Studierenden einfach besser sozusagen dabei sind, besser betreut werden. Und es ist eben ein Unterschied zu Peer-to-Peer-Angeboten zu Beginn des Studiums, weil eben da nochmal mit einer Person mit Fachexpertise auch eben gesprochen wird, die eben die Studierenden auch durch das Studium begleiten kann, wo eben die Betreuung nicht sozusagen nach dem ersten Semester endet. Ja, also eben auch zum Ende des Studiums hin würde es in dem Fall dann diese Betreuung durch eine lehrende Person noch geben. Für viele Hochschulen wäre das eben, wie Sie auch angesprochen haben, eine riesige Herausforderung, auch finanziell und personell das leisten zu können. Herr Gläser, im Vorgespräch hatten wir auch kurz darüber gesprochen. Sie haben mir gesagt, dass Sie aber großer Fan sind auch von den Peer-to-Peer-Angeboten und dass Sie sehen, dass man die Zügel locker lassen muss, haben Sie es formuliert, zum Ende des Studiums. Und da sehen Sie das akademische Mentorat in, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ganz als den richtigen Weg, sondern Peer-to-Peer-Angebote als bessere Lösung. Wie sehen Sie das heute oder wie vielleicht wollen Sie sich dazu äußern? Das akademische Mentorat wird als eine Möglichkeit vorgeschlagen, um eine Betreuung von Studierenden während des Lernprozesses, also während des Semesters, vorzunehmen. Ich halte das nicht als eine abwegige Idee, als ein abwegiges Vorgehen. Und die Betreuung von Studierenden in Gruppen, also der Wissenschaftsrat redet so bis 25, also nicht kleine Gruppen, ja, sondern fast so was wie eine kleine Seminargruppe, wenn man so will, aber eben nicht nur für die Inhalte, sondern auch von solchen Fragen wie soziale Kompetenzen, also überfachliche Kompetenzen. Das ist gut und wichtig. Was wir aber gar nicht wissen, ist, ob ein solches als akademisches Mentorat bezeichnete Instrument Wirkung hat. Das sind Vermutungen. Was wir aber wissen, ist, dass wir in der Studieneingangsphase, so typischerweise erstes bis viertes Semester, dass wir dort durch intensive Betreuung den Studienerfolg unmittelbar erhöhen können. Dafür haben wir empirische Belege, das heißt gutes Tutorium am Anfang. Ja, bei den Juristen sind es verschiedene Arbeitsgruppen, damit man auch ins Studieren reinkommt, damit man lernt, wie man studiert. Damit können wir zeigen, dass wir wirklich Studienerfolgsquoten um Faktor 2, 3 erhöhen können. Mhm. Und da muss man abholen. Also das ist nicht das einzige Instrument, aber eines, von denen wir wissen, dass es gut funktioniert und nicht nur Tutorien durchführen, auch die Tutorinnen und Tutoren, die ja Peers sind, selbst ausbilden. Also die Bildung von Tutorinnen und Tutoren für das Betreuen, für das Anleiten ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das haben wir an der Uni Leipzig im Tutoring-Kolleg umgesetzt, haben da auch Urkunden für bekommen. Das ist eine der Varianten, mit denen wir ganz sicher Studienerfolg erhöhen können. Vielen Dank für die Ausführung. Herr Steinbrecher, ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Vielleicht wollen Sie noch was anfügen. Also Tutorien sind immer wichtig. Wenn ich allerdings auf die Arbeitsbedingungen unserer studentisch Beschäftigten schaue, dann graut es mir ehrlicherweise. Das sind Studierende, die höchst engagiert sind, die aber keinen Urlaub nehmen können, weil die Verträge zu kurz sind und so weiter. Das ist sozusagen der Kollateralschaden, den man da in Kauf nimmt. Das zeigt allerdings auch, dass eben Tutorien allein nicht das perfekte Mittel sein können, sondern es da auch nochmal eben mehrere Angebote geben muss, die eben ineinander greifen und eben so Peer-to-Peer-Angebote nicht allein stehen gelassen werden können. Frau Schulz, vielleicht wollen Sie auch noch ergänzen aus Sicht der Hochschuldidaktik? Ich kann zum akademischen Mentorat ganz speziell auch noch mal ein paar Informationen aus der Lehrendenbefragung ergänzen, wo wir auch gefragt haben, also es ist ja eine Empfehlung des Wissenschaftsrats und die Lehrendenbefragung hat ausgewählte Positionen und Umsetzungsvorschläge abgefragt und sozusagen immer nach Zustimmung
von Lehrenden gefragt zu einzelnen Maßnahmen und auch gefragt, okay, bei wem sehen Sie denn die Verantwortung für die Umsetzung dieser Maßnahmen? Und was das akademische Mentorat betrifft, haben wir auch eine sehr große Zustimmung, dass diese Maßnahme ausgestaltet werden sollte und erprobt werden sollte, allerdings mit der Einschränkung, dass hierfür natürlich erstens Experimentierräume zur Verfügung gestellt werden sollten, dass sowas auf Lehrdeputat anrechenbar sein sollte und dass es dazu auch zusätzliches Personal bedarf. Und gleichzeitig gab es aber eben auch Zustimmung, dass das akademische Mentorat zu einer akademischen Sozialisation von Studierenden beiträgt und dass Studierende das auch annehmen würden. Also das waren so die Aussagen, die aus der Lehrendenbefragung dazu getroffen werden können. Ich wollte gerne noch einen Punkt ergänzen beim Thema OER und Students as Partners. Ich habe vorhin schon die gestiegenen Kompetenzanforderungen ja kurz skizziert, angesprochen und würde da in dem Zusammenhang, weil es einfach gut passt, nochmal stark machen wollen. Also es geht ja nicht nur um die Einbindung von Studierenden in die Lehre und in die Gestaltung der Lehre, sondern ich glaube, es wird zunehmend wichtiger und das entspricht dann auch diesem OER-Gedanken des gemeinsamen Teilens, Bearbeitens, Weiterverwendens, dass wir zunehmend auch in der Lehre Netzwerke bilden müssen, rollenübergreifend, akteursübergreifend, Lehre eben auch als Gemeinschaftsaufgabe begreifen müssen, also wie es auch der Wissenschaftsrat letztendlich vorschlägt. Wir haben vorhin in der Keynote gehört, aus Netzwerken entsteht Innovation und ich glaube, das trifft auch auf die Lehre zu. Mhm. Vielen Dank. Ja, auf das Thema Lehre als Gemeinschaftsaufgabe kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal zu sprechen. Herr Zug, Ihr Schwerpunkt liegt ja auch unter anderem auf den digitalen Laboren und Remote-Labore könnten ein Weg sein, einer heterogenen Studierendenschaft gerechter zu werden. Warum? Das Vorwissen, und wir reden jetzt wieder über die Informatiker, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Da gibt es diejenigen, die offenbar seit ihrem fünften Lebensjahr nichts anderes tun, als zu programmieren und dann auch diejenigen, die weniger Hintergrund aus dem schulischen Ausbildung zum Beispiel mitbringen. Und wenn man das jetzt mal projiziert auf eine Laborsituation, da soll ein kleiner Roboter implementiert werden, das Ganze ist für 3 Stunden, 1,5 Stunden angesetzt und die ersten verlassen das Labor schon wieder und man selbst kämpft noch mit einigen Fragestellungen. Das fühlt sich unangenehm an. Das kennen wir alle, wenn wir beim Sportkurs vielleicht nicht als Erste gewählt wurden. Und genau diese Situation lässt sich dann auch mit Hinblick auf Arbeitsverpflichtungen oder sonstige soziale Tätigkeiten abbilden auf diesen Gedanken des Remote-Labors. Ich kann aus dem Web heraus auf bestimmte Infrastrukturen meiner Lehrumgebung zurückgreifen, also einen bestimmten Versuch mit dem Roboter angesprochen schon umsetzen und das 24/7. Ich bin also nicht daran gebunden zu warten, dass jemand das Labor aufschließt, dann vielleicht noch bestimmte Dinge herausgibt, sondern bin in Eigeninitiative dabei, mich damit auseinanderzusetzen und das sehe ich dann als große Chance für die Vermittlung. Aber auch dazu, wenn wir das Gespräch vor 10 Jahren geführt hätten, hätte ich sofort gesagt, es lässt sich alles mit Remote-Laboren erschlagen. Das ist natürlich auch Unfug. Mhm. Remote-Labore müssen in ein gutes didaktisches Konzept eingefügt werden. Sie werden eingerahmt in eine entsprechende Darstellung aus vielleicht auch Simulationen, Filmdarstellungen, Vorlesungen, Übungsinhalt. Und am Ende steht dann auch wirklich das reale Laborergebnis, denn wir wollen ja alle riechen, schmecken, fühlen, was dort in einer wissenschaftlichen Institution passiert. Von daher, Remote-Labore sind super, aber in ihrem Kontext zu betrachten. Mhm. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Sie hatten gerade schon die Lehre als Gemeinschaftsaufgabe angesprochen. Das sagen ja auch die Ergebnisse, nicht nur die Empfehlung des Wissenschaftsrats sagt, Lehre muss Gemeinschaftsaufgabe sein, sondern auch die Ergebnisse Ihrer Befragung haben das gesagt. Also es ist ja unheimlich viel, wenn ich das so höre, was eigentlich alles an die Lehrenden so herangetragen wird, was die Lehrenden leisten sollen. Was heißt denn da jetzt genau Lehre als Gemeinschaftsaufgabe, dass die Lehrenden entlastet werden oder einfach, dass es ein mehr Miteinander gibt, fakultätsübergreifend oder auch, dass die Studierenden mehr einbezogen werden? Also alle Sachen haben wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht können Sie das nochmal auch aus den Ergebnissen Ihrer Befragung konkretisieren.
Also das ist nicht der einzige Bereich, den wir abgefragt haben. Die Empfehlungen sind wesentlich umfangreicher. Wie schon gesagt, also grundsätzlich sind das alles Empfehlungen, wie Lehre zukunftsfähig ausgestaltet werden kann. Und wir haben durch die Lehrendenbefragung erstmals Daten vorliegen, dass wir sagen können, okay, die Ideen, die der Wissenschaftsrat hier formuliert hat, die stoßen grundsätzlich erstmal auf Zustimmung bei den befragten Lehrenden. Und der Wissenschaftsrat sagt aber auch, es sind Vorschläge für die Umsetzung, weil jedes Bundesland, jede Hochschule, jede Universität, jeder Fachbereich muss für sich schauen, wo steht er. Und welche Maßnahmen sollen sozusagen weiterverfolgt werden, umgesetzt werden. Wir können jetzt für unsere sächsische Lernendenbefragung sagen, es gibt ein Interesse an dem Thema Hochschule als Gemeinschaft. Also Lehrende möchten mitbestimmen, mitgestalten, fordern aber gleichzeitig Unterstützung ein. Sie machen sich stark für einen offenen Umgang mit Fehlern, also einfach Experimente in der Lehre zulassen, ohne dass da jetzt Reputationseinbußen oder finanzielle Nachteile daraus entstehen. Und sie wollen einfach in Austausch miteinander gemeinsam Dinge entwickeln. Und gleichermaßen wird aber auch deutlich, dass die Verantwortung zur Schaffung der entsprechenden Strukturen, Rahmenbedingungen, formalen Voraussetzungen nicht unbedingt in der eigenen Verantwortung gesehen wird, sondern bei den Hochschulleitungen oder weiteren AkteurInnen. Das kann man mal ganz grundsätzlich sagen, was so die Lehrendenbefragung angeht. Wer ist die Gemeinschaft? Das war jetzt noch Ihre Frage. Das sind im Grunde alle AkteurInnen an Hochschulen, die in irgendeiner Form mit Lehre befasst sind. Also das heißt natürlich die Lehrenden, aber das heißt auch der lehrunterstützende Bereich, das heißt die Studierenden, das heißt aber möglicherweise eben auch eine Öffnung in Richtung Gesellschaft. Und auch einfach eine engere Kooperation, wenn ich es ja richtig verstanden habe, zwischen den Hochschulen, dass man sich zum Beispiel zusammentut für Grundlagenveranstaltungen, dass man nicht Lehrkooperationen in Sachsen nicht an zehnmal gleichzeitig dieselbe Grundlagenveranstaltung stattfindet. Das ist immer so das klassische Beispiel. Genau, was sicherlich am Anfang sehr herausfordernd und aufwendig ist und wo auch die Rahmenbedingungen entsprechend geschaffen sein müssen. Aber ich glaube, daraus kann ein großer Gewinn entstehen. Dadurch können möglicherweise diese Freiräume und Experimentierräume auch wieder geschaffen werden. Vielen Dank. Darf ich da noch? Ja, gerne. Also ich möchte noch mal eigentlich aus der Lernbefragung noch ein bisschen mit ergänzen, denn das Gemeinschaftliche wird da tatsächlich betont. Die Herausforderung ist, wie macht man das? Ja, und gerade innerhalb der Hochschuldidaktik Sachsen haben wir Netzwerke angelegt, ja, die ein bisschen thematisch sortiert sind. Frau Schulz, Sie können da vielleicht noch sicher ein bisschen ausführen, aber was wir jetzt vorhin besprochen haben, es gibt ein Lehrnetzwerk digital. Na, da schließen sich Menschen zusammen, Lehrende in der breitesten Form und diskutieren darüber, bringen Fragen ein über Chatformate, Austausche, treffen sich, aber übers ganze Land hinweg und, was ganz wichtig ist, auch über die Hochschularten hinweg, denn da kann man viel voneinander lernen. Ja. An unserer Uni haben wir eine Good Practice-Sammlung. Na, da ist so eine Webkollektion Lehrpraxis. Und da fordern wir auf, wenn Sie Vorschläge haben oder wenn Sie Erfahrungen haben, die gut funktioniert haben, teilen Sie die. Und dadurch entsteht so ein gemeinsamer Raum und da kommt man schon ganz gut vorwärts. Das erfahren wir gerade in der Hochschuldidaktik Sachsen, auch unter anderem deswegen, weil eben an allen Hochschulen Personen sind, die sich darum kümmern, die auch der Hochschuldidaktik Sachsen mit angehören. Und dann entsteht so was Gemeinschaftliches. Wir müssen aber leider auch festhalten, Herr Zug, das hatten Sie schon erwähnt, bei den OERs, also bei den Open Educational Resources, ist es nicht ganz so einfach, da so eine gemeinsame Richtung zu finden, wo alle sagen, da wollen wir uns hinbewegen in Sachsen. Das Standards zu finden, ist sehr anspruchsvoll, aber es entsteht da tatsächlich so eine Gemeinschaft, die wir innerhalb Sachsens doch sehr, sehr zu schätzen wissen.
Genau, also wir benötigen ja auch einen Paradigmenwechsel, hatten Sie ja vorher auch schon angesprochen, ein Mindshift, ein Wertewandel, dass auch Lehrende offener für den Austausch miteinander sind. Wie erleben Sie das denn aktuell? Sie hatten zwar schon mit den Folien das Beispiel genannt, aber vielleicht können Sie dann noch weitere Beispiele nennen. Genau, die grundsätzliche Idee bei offenen Materialien ist ja, nicht nur sie zur Verfügung zu stellen, sondern sie umgekehrt als Konsument auch zu finden. Und das ist gerade ein Problem in der Open Educational Resources Welt. Wie finde ich denn den Kurs, den ein Kollege aus den Staaten oder aus einer benachbarten Universität bereitgestellt hat, auf geeignete Art und Weise? Passt der dann von den Inhalten, passt der von den Formaten, passt der von den lizenzrechtlichen Regularien in die Übernahme meiner Veranstaltung? Und da finde ich das dann sehr schön, dass jetzt in Sachsen entsprechende Initiativen laufen, die versuchen zunächst erstmal ein Bewusstsein bei den Lehrenden zu schaffen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn ich einen Kurs in Opal anlege und den auch explizit mit einer offenen Lizenz versehe, dass ich dann die zugehörigen Metainformationen hinterlege, worum geht es da, wer ist der Autor, unter welchen Bedingungen darf es verwendet werden, um genau solche Auffindbarkeit zu realisieren. Sprich, da sind wir an einigen Stellen noch am Anfang, aber ich denke insgesamt auf einem guten Weg, um diese sehr praktischen Hürden dann auch zu überwinden. Also und auch, dass das von Anfang an eben mitgedacht wird, dass dieses Bewusstsein einfach genau da ist und man möchte es teilen, man möchte, genau, dass es auffindbar sein wird, wenn ich es richtig verstehe. Genau, das eine ist das Auffinden und dann vielleicht auch noch den Mut zusammenzufassen, den Kollegen zu kontaktieren und zu sagen, lassen Sie uns doch mal das Kapitel 23 gemeinsam überarbeiten. Da hatte ich einige sehr schöne Ideen und vielleicht auch Studierende noch gute Ideen beizusteuern, sodass dieser kollaborative Gedanke dann auch tatsächlich im großen Maßstab gelebt wird. Im Kleinen gibt es den schon, aber das sind dann individuelle Initiativen. Wie nehmen Sie das wahr, Herr Steinbrecher, die Lehre als Gemeinschaftsaufgabe aus studentischer Perspektive? Also wir stehen da auch hier vor einer gewissen Herausforderung, weil Studierende das bisher ja gar nicht so richtig gewohnt sind, an Lehre so groß beteiligt zu werden. Es gibt, also kann ich mich erinnern, es gab Evaluationen, wo man Lehre bewertet hat und in der letzten Lehrveranstaltung darüber gesprochen wurde und sich darüber beschwert wurde, dass man Dinge in der Lehre kritisiert hat. Und wiederum kenne ich auch andere Situationen, wo die Person sehr offen war und eben quasi 90 Minuten genutzt hat, um eben darüber zu diskutieren. Und das ist der kleine Rahmen, der bisher existiert, und den wiederum kann man eben auch noch deutlich größer machen und dann eben Lehre eben als etwas verstehen, wo Studierende auch aktiv mitwirken, aber die eben nicht nur von Lehrenden selbst gestaltet wird, sondern eben auch von anderen außerhalb der Lehre, und da nochmal den Punkt eben aufzunehmen, eben auch noch die Gesellschaft mit ins Boot zu nehmen und eben sich selbst auch als offene Hochschule in Szene zu setzen. Nehmen Sie denn ein starkes Gruppendenken wahr zwischen Studierenden und Lehrenden? Also es gibt an unseren Hochschulen ja schon so eine starke Kategorisierung. Es gibt die ProfessorInnen, es gibt die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und die Studierenden und eben noch das übrige Personal in Technik und Verwaltung. Das entsteht eben auch dadurch, dass eben die vier Gruppen an den Hochschulen nicht gleichberechtigt teilhaben können. Es gibt andere Bundesländer, die das anders machen. Es gibt Bundesländer, die das anders machen wollen. Wir müssen da wahrscheinlich auch im Kleinen, also sozusagen dort, wo Lehre entsteht, in den Instituten, in den Fakultäten, darüber reden, wie man da besser zusammenarbeiten kann, aber eben auch sozusagen auf Ebene der Hochschule, wie man eben weg von diesem Gruppendenken kommt und eben eher sich darauf orientiert, wie kann man gemeinsam sozusagen als Hochschulgemeinschaft die Hochschule, die Lehre und eben alles, was sonst noch an Hochschulen passiert, voranbringen. Vielen Dank. Ich möchte jetzt Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen oder vielleicht einfach Anmerkungen, was Ihnen gerade durch den Kopf geht. Gerne sowohl hier vor Ort als auch im Chat. Ich schaue mal kurz zu meinem Kollegen. Gibt es irgendwelche Meldungen aus dem Chat? Nein, Kopfschütteln. Gibt es Bemerkungen im Publikum oder
Ich glaube, hier vorne war die Meldung als erstes und danach dort auf der Seite, ziemlich zeitgleich die beiden. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen jetzt. Entschuldigung, mein Name ist Sebastian Herrmann. Ich bin in zwei Funktionen gerade an der Uni Leipzig. Einerseits bin ich Lehrkraft für besondere Aufgaben, habe also sehr viel Unterrichtspraxis in der Funktion. Bin zweitens derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Innovationsprojekt, Lehrinnovationsprojekt. Ich würde gern auf der einen Seite nochmal unterstreichen, was Professor Gläser gesagt hatte über die Verbindung von technischer Innovation und Didaktik. Das ist in meiner Erfahrung wirklich der zentrale Kniff, den es braucht, damit Lehrinnovation und digitale Innovation Erfolg hat in der Lehre. Und ich wollte noch mal ein bisschen perspektivieren, glaube ich, oder auch hinterfragen, was Herr Steinbrecher gesagt hatte über die Veränderung der Prüfungskultur mit ChatGPT. Also aus einem geisteswissenschaftlichen Fach kommend, denke ich, so einfach, dass man einfach das Prüfungsformat wechseln kann, ist es leider nicht. Eine der Sachen, die wir abprüfen, zentral abprüfen, ist eine spezifische Diskurskompetenz. Und wenn das der Gegenstand unserer Prüfung ist, dann ist das Prüfungsformat, in dem diese Diskurskompetenz erbracht wird, letztlich unerheblich. Also ob ich eine Hausarbeit mache oder einen Podcast oder ein Video, wann immer ich abprüfen möchte, ob die Studierenden Diskurskompetenz haben, kommt eine Diskursmaschine ihnen zu Hilfe. Und das ist einfach, ich habe da auch keine Lösung für. Ich bin grundsätzlich sehr positiv eingestellt, was den Einsatz von KI in der Lehre angeht. Ich fand den Hinweis auf diesen Wandel in der Selbstwahrnehmung, fand ich super wichtig, habe ich mir auch gleich notiert, dass sich da irgendwo was verschieben muss in der Art, wie Studierende über ihren Lernstoff und ihre Rolle nachdenken, wenn sie eben eine Maschine anleiten sollen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber ich denke eben, wie gesagt, weil man das zurzeit an so vielen Stellen hört, wir müssen einfach weg von der Hausarbeit, wir müssen einfach das Format ändern. Das löst, glaube ich, für die diskursorientierten Fächer das Problem nicht, weil wir eben Diskurskompetenz prüfen und Chatbots sind Diskursmaschinen. Okay, vielleicht wollen Sie darauf reagieren, Herr Steinbrecher, weil Sie auch explizit angesprochen wurden. Also ich stimme da vollkommen zu, meinem Wunsch, über die Formate nachzudenken, geht auch immer damit einher, auch eben, was ich sagte, darüber nachzudenken, was wollen wir überhaupt abprüfen. Und ohne diesen, also das kann nur zusammen passieren, weil ich kann mir auch schwer vorstellen, wie ich einfach einen Inhalt aus einer Hausarbeit einfach in einen Podcast oder auf eine Website übertragen kann. Das funktioniert ja schwer. Also sicherlich kann man da kreative Möglichkeiten finden, wie man das eins zu eins übertragen kann. Ich denke allerdings, dass der Lernfortschritt, der sich dann aus dieser Prüfung ergibt, nicht wirklich messbar wäre. Vielen Dank. Ja, klar. Ja, ich will noch mal eine kleine Ergänzung dazu machen. Warum prüfen wir eigentlich überhaupt? Ja? Es geht nicht nur um festzustellen, habe ich jetzt irgendein Lernziel erreicht. Es geht wirklich darum, dass wir mit dem, was wir an Rückmeldung geben, den Lernenden selbst das Gefühl zu geben, wie weit bin ich gekommen, wo fehlt mir noch was. Also diesen Selbstbezug, den müssen wir viel, viel weiter stärken. Das andere, wenn wir über KI reden, wie jetzt gerade, na, wie ändert das unsere Prüfungskultur? Damen und Herren, denken Sie noch mal, wie das damals bei den Taschenrechnern war. Na, also das ist knapp 30 Jahre her und alle haben gesagt, wenn wir jetzt Taschenrechner haben, alle können nicht mehr rechnen. Braucht man auch nicht mehr, das machen ja jetzt die Taschenrechner. Ist das so? Als das Internet kam, haben alle gesagt, oh Internet, jetzt ist alles vorbei, man braucht keine Kompetenzen mehr. Ist das jetzt so? Wir haben jetzt eine neue Art eines Werkzeugs, eines sehr, sehr umfangreich wirkenden. Wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen, wie stellen wir jetzt unseren Kompetenzfortschritt fest. Ja, aber es ist eine Methode, das ist ein Werkzeug, mit dem wir umgehen lernen müssen. Und ich würde ganz zuversichtlich sagen, auch umgehen lernen werden.
Das werden wir in den nächsten Jahren miteinander gestalten. Aber noch ist es nur ein Werkzeug und nicht mehr eine Methode. Und als solches müssen wir es nutzen lernen. Mhm. Vielen Dank für die Ergänzung. Die nächste Wortmeldung, oder hat sich das erledigt bei Ihnen oder wollen Sie gerne noch? Denn Sie hatten sich vorher gemeldet, dann gerne und dann hier. Ja, Thorsten Steiten nochmal, Referent für Hochschulenforschung bei der Landesverband Sachsen der Gewerkschaftlichen Wissenschaft. Jetzt kommt eine typische GewerkschafterInnenfrage. Herr Steinbrecher hat als einziger bisher, wenn ich es nicht überhört habe, die Arbeitsbedingungen der Lehrenden thematisiert, am Beispiel der studentischen Beschäftigten. Es gab in Leipzig von nicht allzu ferner Zeit eine heftige Auseinandersetzung, weil Stellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben mit sehr hoher Lehrbelastung ausgeschrieben worden sind. Frau Schulz hat zu Recht darauf hingewiesen, wenn sich Lehrende mit neuen Methoden, Lehrformen auseinandersetzen, brauchen sie Zeit. Die Zeit brauchen sie auch, um ihre wunderbaren Angebote vom HDS übrigens wahrnehmen zu können. Dann die Frage an Herrn Gläser. Es gibt ja nun mit dem neuen Hochschulgesetz und einschließlich der Hochschuldienstaufgabenverordnung auch die Möglichkeit, Lecturerstellen mit deutlich geringere Lehrbelastung auszuschreiben, wird die Universität Leipzig von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen? Also einfach, um den Lehrenden die Chance zu geben, innovativer zu sein, auch die Zeit wahrzunehmen, Lehrplan schon vorzubereiten, mehr Zeit zu brauchen, eben die Lehrbelastung nicht mehr so hoch vorzusehen. Ich würde erst mal an Frau Schulz geben. Sie waren ja gerade mit angesprochen. Oder soll ich erst mal... Ja, dann nur kurz auf die Frage nach den Stellenkategorien. Natürlich werden wir nutzen die Stellenkategorien, die jetzt im Gesetz und in der HSDAVO vorgesehen sind. Die müssen wir aber noch ausgestalten. Allerdings, ich glaube, es ist ein Trugschluss zu meinen, dass damit die didaktischen Fragen gelöst würden. Na, es ist einfach eine Möglichkeit, die wir noch mal anbieten können. Für uns bieten diese neuen Stellenkategorien Lektorinnen, Lektoren, auch Wissenschaftsmanagerinnen, Wissenschaftsmanager, wirklich alternative, zusätzliche Karrierewege neben der Professur. Ja, und Sie sagen jetzt, die haben weniger Lehrbelastung. Nein, die haben mehr als Professoren. Also es ist nicht so sicher, aber es sind auch qualitativ andere Aufgaben, die entsprechenden Personalkategorien wahrnehmen. So steht es auch in der HSDAVO. Also für uns ist das eine Option, weitere Karrierewege anzulegen, die gestalten wir aus. Das ist jetzt noch nicht passiert, da sind wir noch gerade dabei. Aber das werden wir natürlich nutzen. Und Sie wissen auch, das ist auch ganz interessant, im sächsischen Gesetz ist bei den Lektorinnen und Lektoren eine Zweiteilung vorgesehen, nämlich in solche, die lehrorientiert und solche, die forschungsorientiert arbeiten. Auch das wird ausgestaltet werden und neue Möglichkeiten für die Personalentwicklung im Freistaat und natürlich ganz besonders hier jetzt auch an unserer Universität bieten. Aber damit habe ich natürlich jetzt noch nicht geantwortet darauf, wie es die anderen fragen. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass ist eine Rückmeldung, wenn wir mit Lehrenden arbeiten, wenn wir Lehrende Befragungen und unseren Untersuchungen, die regelmäßig kommt. Wir haben eine Ressourcenproblematik, die wir nicht wegreden können. Also es scheitert ganz oft an personellen, finanziellen, materiellen Ressourcen, an der Klarheit der rechtlichen Rahmenbedingungen. Also die sind teilweise auch nicht ausreichend kommuniziert. Die Neuordnung der Davos ist ja Anfang des Jahres erschienen. Ich bin mir unsicher, inwiefern das sozusagen schon bei Lehrenden angekommen ist, welche Möglichkeiten jetzt auch zur Verfügung stehen, beispielsweise eben für Lehrkooperationen, was wir heute schon mehrfach thematisiert haben. Aber grundsätzlich zeigen auch Befragungen, also verschiedene Befragungen, die wir durchgeführt haben, immer wieder, diese Ressourcenproblematik ist einfach da, diese Zeitknappheit ist da. Lehre ist eine Kernaufgabe von Hochschule und an Lehrende werden aber mannigfaltige weitere Anforderungen herangetragen. Also gerade wenn man im Bereich der digitalen Lehre unterwegs ist, man soll sich um digitale Barrierefreiheit kümmern. Es gibt Urheberrechtsfragen zu berücksichtigen, Chancengleichheit als Thema, Nachhaltigkeitskompetenzen. Also es ist einfach
wahnsinnig viel, was da über Lehrende hereinbricht. Und deswegen brauchen wir diese Professionalisierung des Lehrpersonals, und die neuen Möglichkeiten können da ein Ansatz sein. Und es gibt noch viele weitere Maßnahmen, mit denen man das auch noch unterstützen kann. Vielen Dank. Nochmal der kurze Check, ob es inzwischen Fragen im Chat gibt. Gibt es? Nein. Dann hier die letzte Frage aus dem Publikum, bevor wir zum Ende kommen. Ja, vielen herzlichen Dank für den wunderbaren Dialog. Ich bin Susanne Krämer, Projektleitung des Projekts Achtsamkeit in der Bildung und Hochschulkultur hier an der Universität Leipzig. Herr Gläser, Sie hatten mehrfach und damit doch, es schwang. Ich hoffe, es schafft noch die letzten Worte. Zukunftskompetenzen benannt, Future Skills, und mich wurde ja hauptsächlich jetzt um die Digitalisierung gesprochen. Also was ist natürlich auch von den anderen Mitgliedern zu hören? Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen, also, oder vielleicht können Sie es kurz wiederholen. Genau, Zukunftskompetenzen, welche Aspekte? Ja, diese Frage nach den Zukunftskompetenzen betrifft diejenigen zusätzlichen Kompetenzen, die wir laut einem, es ist ein bisschen komplex, ne, in einem Netzwerk von Begrifflichkeiten entwickeln sollen, die nicht die konventionellen fachbezogenen Kompetenzen sind. Und die sind aber natürlich außerhalb der Digitalisierung eine ganze Menge anderer. Zum Beispiel, wie geht man mit guter wissenschaftlicher Praxis um? Wie geht man mit Inklusion um? Welche sozialen Kompetenzen braucht man? Welche juristischen Kompetenzen braucht man? Und wir haben uns das mal angeschaut. Also die Rahmen, die man für Kompetenzmodelle hat. Ja, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit sowas wie Future Skills oder 21st Century Skills. Wir haben 99 Kompetenzrahmen gefunden mit über 340 unterschiedlichen Begriffsdefinitionen. Und das ganze Netzwerk dieser Kompetenzen, das klingt immer toll, wir brauchen Zukunftskompetenzen, die aber in Lehrhandeln umzusetzen, das ist unsere jetzige Aufgabe. Und meint zusätzliche Kompetenzen zu denen, die vorwiegend fachlicher Natur sind und die wir benötigen, um den gesellschaftlichen Wandel, die Transformation in den nächsten Jahren zu gestalten. Deswegen spreche ich so gesehen von den Herausforderungen einer transformativen Hochschule, mit der wir die Kompetenzen entwickeln, um die Transformation gemeinsam zu gestalten. Und mit gemeinsam meine ich eben gemeinsam. Mit allen Playerinnen und Playern, Students as Partners, auch im Netzwerk, mit anderen Hochschulen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und natürlich auch der Gesellschaft. Das ist die Frage beantwortet. Super, vielen Dank. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Ich möchte Ihnen jetzt aber noch mal die Möglichkeit geben, ein kurzes Abschlusswort zu sagen. Herr Zug, wollen Sie beginnen? Gern. Ich möchte den Gedanken aufgreifen, der zu den OERs hier noch geführt hatte, die Integration von Studierenden. Wenn ich die Materialien einer Universität frei verfügbar gestalte, hat das natürlich auch eine immense Sogwirkung im Hinblick auf potenzielle Studierende, die in der Diskussion bisher noch nicht abgedeckt waren. Ich kann mir schlicht und einfach ein Bild machen, was das Fach, mit dem ich mich möglicherweise 5, 6, 7 Jahre beschäftigen möchte, was es ausmacht. Das heißt, OER richten sich nicht nur an die schon aktiven Studierenden, sondern eröffnen denjenigen, die sich für das Thema interessieren, für das Fach interessieren, einen tieferen Einblick in die Frage, was ist zum Beispiel technische Chemie, war das, glaube ich, bei Ihnen, was verbirgt sich hinter einem eingebetteten System. Das heißt, OER leistet dann auch auf gesellschaftlicher Ebene einen wichtigen Beitrag damit, die Interessierten, Studieninteressierten darauf vorzubereiten, was sie denn dort an der Universität erwartet. Vielen Dank. Wir haben noch 1,5 Minuten. Gibt es etwas, was Sie gerne ergänzen möchten, was jetzt auch nicht gerade Herr Gläser oder Herr Zug schon gesagt haben? Ist an. Okay. Ich würde
gern nochmal auf das Thema, was ist eigentlich der Auftrag von Hochschulbildung oder das Ziel von Hochschulbildung, zu sprechen kommen. Wir haben das heute in der Keynote auch gesehen gehabt. Es gibt zwei zentrale Missionen, Forschung und Lehre. Und wir haben auch zwischen diesen beiden Bereichen ein Missverhältnis. Nicht nur, dass die dritte Mission häufig rausfällt, sondern der Stellenwert von Lehre gegenüber Forschung ist ja ein Thema, was häufig diskutiert wird, wo es auch Ansätze gibt, wie man den Stellenwert erhöht. Aber hier nochmal sich vor Augen zu führen, worum geht es, was ist die Verantwortung, die Hochschule und Universität hat für die Ausbildung von AbsolventInnen, die eben zum einen eine Fachwissenschaft hineinwachsen, eine fachwissenschaftliche Ausbildung mit einer wissenschaftlichen Arbeitsweise natürlich erlangen sollen, eine Arbeitsmarktbefähigung mitbringen sollen und aber eben auch, und da sind wir dann beim Thema, ne, verantwortungsvolle Individuen in einer demokratischen Gesellschaft sein. Mhm. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen und als Hochschule sich dieses Ziel auch strategisch zu setzen und konsequent zu verfolgen, das würde ich einfach gerne nochmal zum Ende hin betonen. Zum Beispiel mit einem Lehrfreisemester, das nicht nur ein Forschungsfreisemester, sondern ein Lehrfreisemester wäre vielleicht eine mögliche Idee, über die Sie jetzt beim Kaffee gleich diskutieren können. Herr Steinbrecher, wollen Sie noch auch kurz was ergänzen oder ist das so in Ordnung? Ich stimme dem einfach zu. Super. Vielen, vielen Dank an Sie vier für Ihren Input und auch an Sie, liebes Publikum, für die interessierten Nachfragen und das Zuhören. Es geht jetzt hier in 15 Minuten weiter. Um 15.40 Uhr erfahren Sie mehr, wie eine demokratisch legitimierte, gemeinwohlorientierte KI im Bildungsbereich aussieht. Und um 16.25 Uhr erfahren Sie, wie die Universität Rostock das eigentlich macht, wie sie mit Fehlerkultur und agiler Organisation alte Strukturen neu gestaltet. Wir freuen uns sehr, wenn Sie weiterhin auch noch dabei sind hier beim University Future Festival. Bis gleich.